auf jeden Fall nicht. Hier vielleicht. Ja, oder auch nicht. Unuratu ist bestimmt besorgt wegen Ätzli. Ich muss ihr sagen, dass er gefangen ist. Dafür habe ich nicht genug Platz. Oh, das sind die Kondorfedern, ne? Nicht genug Platz. Jetzt können wir die aber nicht nochmal einsammeln. Das ist ja scheiße, Hammer. So, und hier weiß ich auch nicht, ob wir schon alles gemacht hatten. Ich glaube, wir konnten diesen Monolithen da nicht lesen, ne? Aha, und guck mal, das können wir jetzt auch machen. Hier ist auch noch was, warte. Ja, jetzt haben wir nämlich hier dieses Waffen-Upgrade. Steht da Schwalbensprung? Im Ernst? Dafür? Na, weiß ich nicht. Vielleicht gleich, mal gucken. Hier. Aber das kann ich eh noch nicht lesen, ne? Ich kann den Dialekt nicht bestimmen. Okay. Gut, schau mal. Was geht da, der Peter? Gut, machen wir das einfach mal zum Spaß. Ach, Turmsprung. Ich soll alle Schwalbensprünge ausführen. Das ist eine Aufgabe. Gefangen ist. Habe ich jetzt eigentlich genug Zeug, um mir das zu leisten? Ich frage mich. Eigentlich müsste ich mir das jetzt leisten können. Ich glaube, ganz ehrlich, wir gehen jetzt mal kurz was verkaufen und dann zu der alten Dame und holen uns jetzt den Dietrich. Wenn wir den Dietrich haben, gehen wir nochmal zu Pisku. Eigentlich, warte. Hier ist noch was. Kann man das irgendwie markieren, ey? Das geht nicht, ne? Warte, das ist nicht hier, das ist da. Ja, da ist es, okay. Na, gucken wir mal. Hier? Aha, guck mal. Oh, toll. Kondorfedern haben wir schon voll. Das hat jetzt also nichts gebracht und wir können die Kondorfedern nicht nochmal holen. Ich überlege, ob ich welche verkaufen soll von den Kack-Kondorfedern jetzt. Machen wir mal. Wie geht's? Was brauchst du? Platz im Inventar, hör mal. Verkaufen. Die bitte. Die Götter sind für uns. Ja, davon kannst du auf jeden Fall auch einige haben. Das war eine ausgezeichnete Wahl. Die Götter sind für uns. Das wird bestimmt nützlich für dich sein. Die Götter sind für uns. Mich, ja, das Geld auf jeden Fall. Das war eine ausgezeichnete Wahl. Hey, ja, können wir auch ein bisschen was verkaufen. Das wird bestimmt nützlich für dich sein. Das verkaufe ich nicht. Wunderfedern hier. Komm. Machen wir die Hälfte. Das war eine ausgezeichnete Wahl. Davon haben wir auch voll. Die Götter sind für uns. Okay, gucken wir mal, ob das so funktioniert. Mögen die Götter dich anlächeln. Auf jeden Fall haben wir jetzt genug Geld. Unuratu ist bestimmt besorgt wegen Ätzli. Ich muss ihr sagen, dass er gefangen ist. Wo ist die Alte? Oh, guck mal. Nachdenken. Hier, ne? Oh, was ist hier los? Ne. Aber hier war die, oder? Noch weiter links, oder? Oder? Ja?
Auch nicht. Ah, wo ist die Oma? Hä, kann man da klettern? Kann man nicht. Ne, das geht auch nicht. Oh! Oh, noch ein Monolith-Schatz, hör mal. Warte mal, jetzt möchte ich mal wissen. Überlebensversteck, hier ist noch. Da ist noch ein Überlebensversteck. Im Wasser? Dezimaler Absturz, okay. Das sind diese Turmsprünge, ne? Hier soll ich einen Turmsprung machen? Da bin ich ja tot danach. Oder? Unuratu ist bestimmt besorgt. Nee, das nicht. Das ist weiter weg. Wegen Etzli. Ich muss ihr sagen, dass er gefangen ist. Da ist irgendwas. Jetzt nicht. Ich weiß jetzt nicht, wo die Oma ist, aber ich will diesen Dietrich haben. Ich werde jetzt so lange suchen, bis ich die Oma finde. War hier vielleicht noch? Oh! Nix, okay. Doch, 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 da. Okay. Wieder zurück. Mehr ist da nicht. Also zumindest weiß ich es jetzt gerade nicht, aber ich muss eben auftauchen. Okay, gucken wir nochmal. Ich irgendwas übersehen habe? Nö, hier ist nichts einfach. Okay, ja gut. Unuratu ist bestimmt besorgt wegen Etzli. Ich muss ihr sagen, dass er gefangen ist. Ärmst du Unuratu? Können wir nochmal mit ihm reden? Folge dem Klang der Trommeln. Okay. Ja, wir haben das Ding gefunden, aber wo ist die Oma? Das regt mich jetzt auf, ne? Kann ich hier auch nochmal rein? Nee. Also ich habe echt keine Ahnung, wo die Oma ist. Den schon gelesen? Ja, ne? Okay. Okay, ich weiß also echt nicht, wo die Omi ist. Warte mal. Die wird doch bestimmt hier irgendwo angezeigt. Ist sie das? Ne, ja, das sind die Monolith. Ja, aber das wollte ich doch gar nicht. Das ist die Omi. Das ist eins. Wo sind denn die Händler?
Wie steuert man das jetzt? Links, rechts geht nicht. Keine Ahnung, Leute. Manchmal ist es komisch. Gibt es die nicht mehr? Hier ist der eine Händler, aber das ist ja nicht, was ich will. Ich will zu der Oma. Tue ich mich? War die ganz woanders? Nee, ne? Wandgemälde, Schatztruhe. Kann ich nicht. Kann ich mir jetzt Händler anzeigen lassen? Werden jetzt die Händler ausgeblendet nun? Alle verbergen? Aha, Händler. Und jetzt? Ja, jetzt sind nur noch die beiden Händler da, hör mal. Die Oma ist weg. Erzähl doch keinen Scheiß. Ist die Oma jetzt ernsthaft nicht mehr da? Das ist dein Ernst? Ich kann jetzt den Dietrich nicht kaufen. Weil ich nicht genug Geld hatte. Du bist bestimmt besorgt wegen Ätzli. Ich muss ihr sagen, dass er gefangen ist. Ich hasse sowas, ne? Wenn man Leuten die Gelegenheit nimmt, die Sachen zu kriegen. Ich denke mir so, warum finde ich die nicht? Ja, warum finde ich sie nicht? Ist sie das? Hä? Jetzt ist sie da doch? Komm und sieh dir meine Ware an. Ja, bitte. Alles steht zum Verkauf. Bis auf Remax Trommel. Scheiß auf Remax Trommel, Alter. So. Jawohl, Dietrich. Viel Spaß damit. Danke. Und du kannst jetzt noch Crepe von mir kaufen, wenn du willst. Danke. Ja, gerne, Mama. Gerne. Gönn dir. Gutes Geschäft. Haben wir noch ein bisschen was? Ein Stissel für dich. Ja, du kannst davon noch welche haben. Danke. Damit ich wieder ein bisschen mehr Platz habe, Mama. Komm zu mir, wenn du sonst noch etwas brauchst. Wie kann ich dir helfen, Lara? Alles steht zum Verkauf. Bis auf Remax Trommel. Komm und sieh dir meine Ware an. Das ist nicht genug. Erhöht den Zoom-Faktor plus Ziel anwendbar für alle Gewehre. Komm, nehmen wir. Viel Spaß damit. Danke. Gut. Viel Glück, Lara. Dann brauche ich jetzt ein Lager. Oh, was ist das hier? Da ist doch noch was. Hier kann man springen. Und wo kann ich denn hier springen? Irgendwo hoch? Nein. Komm und sieh dir meine Ware an. Ich verstehe das nicht richtig. Frosch-Totems. Wetterumschwung. Ja gut, aber das haben wir doch schon gemacht. Den habe ich doch schon geholt. Komm und sieh dir meine Ware an. Unuratu ist bestimmt besorgt wegen Ätzli. Warum ist denn der dann weiß? Ich muss ihr sagen, dass er gefangen ist. Okay. Dinge passieren. Das ignorieren wir jetzt einfach mal. Ah, guck mal, wieder mehr Geld. Achso, habe ich eigentlich das ganze Holz wieder verkauft? Nicht so, ne? Egal, gucken wir mal, ob wir das hier verkauft bekommen. Brauchst du Vorräte? Wie läuft's denn so? Siehst du etwas, das dir gefällt? Ich will nur mal schauen. Ja, guck, die habe ich. Obwohl, nee, das sind die, die wir gerade bekommen haben. Bald wieder. Gut, dann gehen wir jetzt zu Unurato auf jeden Fall. Gehe ich denn da hin am besten?
Nichts? Hier war doch... Hier war schon, ne? Hab ich schon gegraben. Warte mal. Ja, doch, hier habe ich schon gegraben. Aber wenn ich da hinten aufsteige... Hier. Aha. Gut, gut, gut. Unuratu ist bestimmt besorgt wegen Ötzli. Ich muss ihr sagen, dass er gefangen ist. Aber komisch, dass die Händlerin nicht auf der Karte angezeigt wurde, oder? Oder habe ich das einfach nur nicht gesehen? Ich weiß langsam auch nicht mehr. Ich will irgendwie ein Basislager. Ich weiß nicht, wo das nächste ist. Erstmal die Schwarzpulverlager hier plündern. Oh, fürs viel. Tja. Die Inka nutzen eine Kombination aus Gefriertrocknung und Salz, um nahezu alles Essbare zu konservieren. Charqui und Chuños sind im Grunde Fleisch und Kartoffeln. Köstlich. Hm? Gefriertrocknen? Wie gefriertrocknen die denn, Alter, bei solchen Temperaturen? Unuratu ist bestimmt besorgt wegen Ötzli. Ich muss ihr sagen, dass er gefangen ist. Wir sagen es ihr gleich, wir sagen es ihr gleich. Sind alle jungen Leute verrückt geworden? Sie springen wie Ziegen durch die Anhöhen über dem Dorf. Todesangst kriegt man. Hoffentlich hast du deine wilde Zeit hinter dir. Noch nicht, fürchte ich. Natürlich nicht. Aber das wirst du noch. Genau wie diese Kinder. Irgendwann wird es ihnen zu langweilig. Irgendwann. Langweilig, sagst du? Ich glaube, der Lara ist alles andere als langweilig. Ihr ganzes Leben, hör mal. Die Mesoamerikaner nutzen Steine wie diesen, um Getreide und Saatgut zu verarbeiten. Hm. Oh, guck mal hier. Noch ein Feini. Was ist das? Ich glaube, ich habe eine Herausforderung geschafft. Da stand irgendwas Komoto Lama. Und hier kann man runterfahren. Das müssen wir auch nochmal machen. Gut, haben wir es jetzt bald? Unuratu! Sie haben Ötzli gefangen. Ich weiß. Sie halten ihn in der Kaserne fest. Wir überlegen, wie wir ihn befreien. Ich wollte ihn holen. Es tut mir leid. Er ist ein Krieger. Was ist das? Oh. Das ist ein Schlüssel. Sieht aus, als würde er zum Bergtempel gehören. Direkt daneben halten sie Ötzli gefangen. Okay. Gibt es etwa eine Verbindung zwischen der Schatulle und der Kaserne? Besetzt der Kult deswegen den Tempel? 100 pro. Er ist schwer bewacht. Wenn wir dort rein wollen, müssen wir unauffällig und leise sein. Gibt es einen Hintereingang?
Es gab einen neben der Salzmine, aber der wird lange nicht mehr genutzt. Das ist sehr gefährlich. Ich bin mir sicher, das schaffe ich. Mag sein. Die Opfergrube hast du auch überlebt. Ich war seit meiner Kindheit nicht mehr dort. Aber soweit ich mich erinnere, liegt die Kaserne hinter einem inneren Schutzwall. Wenn ich durch den Hintereingang reinkomme, kann ich den Weg freimachen und euch reinlassen. Erst befreien wir Edsley, dann suchen wir die Schatulle. Ich rette meinen Sohn und du holst die Schatulle. Okay. Prioritäten setzen, Hammer. Auge der Schlange, den Bergtempel betreten, okay. Könnten wir machen. Ist hier der Bergtempel? Hier ist noch was. Ich habe hier irgendwas übersehen. Da ist noch irgendein Relikthammer. Warte mal. Das ist rechts. Hier? Hier. Aber wo hier? Ist das auf dem Boden da? Hier? Hier, hier, hier. Hä? Hier? Ich bin voll verwirrt, Leute. Das sieht so aus, als wäre es hier. Ja, das ist schon zu weit. Ist da im Gebüsch? Ist hier? Kann ja auch nicht sein, ne? Hier nicht. Ne, ich sehe einfach nicht. Rampla. Ich weiß nicht. Wir versuchen nicht aufzufallen. Ich würde gehen, aber ich kann meinen Posten nicht verlassen. Die Zeit ist knapp. Es würde Königin Honorator und der Rebellion viel bedeuten. Okay. 29. November 1603. Nach dem Abendessen verließ Lopez die Stadt. Da ich fürchtete, er könnte nicht zurückkehren, folgte ich ihm und fand ihn schließlich am Flussufer. Er stand dort und seine Lippen bewegten sich, als wäre er im Gebet. Um ihn nicht zu stören, wartete ich. Sein Austausch mit Gott muss die ganze Nacht gedauert haben und ich bedauere, zugeben zu müssen, dass ich eingeschlafen bin. Als ich wieder erwachte, stand Lopez mit einem friedvollen Lächeln über mir und die Morgensonne in seinem Rücken erzeugte einen Glorienschein. Er half mir auf die Beine und zog mich in eine feste Umarmung. »Zuruilos, ich weiß, wo wir das Artefakt finden«, flüsterte er mir ins Ohr. Okay,